Da haben wir wieder einen Wegpunkt. Königlichen Krypten, okay. So. Sarkophag. Machen wir natürlich auf. Oh, guck mal, da kommt ja einer. Da kommen ja welche, das ist ja schön. Gut, das ist der Wirbel, ja, auch schön. Spannend, so viele neue Fähigkeiten, ob wir mit denen überhaupt jetzt zurechtkommen. Bezweifle ich jetzt mal. So. Oh, da ist ein Schwert. Ich bleib vorerst noch hier oben. Zu viele Urnen sind hier. Ja, komm, die mache ich jetzt nicht alle kaputt. Übertreiben. Oder weißt du was? Wir laufen da jetzt runter. Komm. Wir gehen da jetzt runter und holen uns das Schwert. Oh! Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter! Selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Okay. Gut. Ja, war jetzt nur eine kleine nette Zwischensequenz. Ich kann nicht die ganzen Urnen töten. Kaputt machen, meinte ich. Da werden wir arm. Wirbel. Gut, mit Wirbel geht's auch nicht. Ach stimmt, die Flammenfaust sollten wir ja vielleicht auch mal verwenden. Die könnte ja auch ganz lustig werden. Oh, hi. Was passiert hier? Ihr wagt es, das Lebensgarne in mein Grab zu tragen? Ja. Oh. Was passiert jetzt hier? Da ist ein Streitkolben, kam jetzt hier. Okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt genau passiert ist, aber ich glaube ja, ich muss die einfach kaputt hauen, oder? Ich hau einfach alles kaputt, so wie immer, ne? Alles kaputt hauen, geh Schnetzel. Überhaupt nicht nach Strategie vorgehen, ist das Geschickteste. So. So, gut, gut, gut. So. Und Wirbel. Ne, der Kampf ist noch lange nicht vorüber. Wir haben schon 40 getötet und der Kampf ist noch lange nicht vorüber. Oder ist er jetzt vorüber? Oh, ich glaube, jetzt ist er wirklich vorüber. Okay. Bin mir jetzt nicht sicher, ob mir meine Fähigkeiten jetzt so gut gefallen. Moment, wir haben einen ganz tollen Streikkolben. Ach so, denn... Ach, ich kann den hier auch identifizieren. Okay, na gut, wenn das so ist. Ich dachte immer, das muss ich im Dorf machen. Okay. Legendärer Streikkolben, Einhand. Sehr schön. Was machen wir denn da? Boah, der ist ja richtig gut. Chancen von 32% der Kettenblitzer auf eure Gegner zu wirken, wenn sie treffen. Getötete Gegner gewähren plus 4 Erfahrung. Ah, Blitzfertigkeit, der ist ja richtig gut. So, tauschen wir den mal aus. Neuer Heiltrank. Es gibt nur noch eine Art von Heiltrank. Dieser Heiltrank stellt bei jeder Benutzung einen Prozentsatz des Lebens wieder her. Das weiß ich, danke. Verfügt bereits über volle Gesundheit. Okay. So, magischer Streikkolben. 4 plus 4 bis 5 Schaden. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit um 2. Und was haben wir da? Vergleicht er natürlich mit dem. 9 bis 15, also 14,4 Schaden pro Sekunde plus 3 bis 4. Okay, ich glaube, den lassen wir da. So. Das Ding kommt dann auch unten. Wobei. Plus 7 Rüstung. Nee, ich möchte da einen Verzauberten haben. So. Okay, cool. Schön. Ein neuer Streitkolben. Wunderbar. Der ist richtig gut. So, und was haben wir da jetzt? Ich glaube, ich sollte trotzdem da nochmal kurz nach unten gehen. Ich glaube, das ist gerade der richtige Weg hier und ich möchte ehrlich gesagt die falschen Wege gehen, damit ich auch alles schön mitnehme. Ja, ihr wisst es ja, wie das so laufen muss hier. Dann da ist wahrscheinlich eh Ende, oder? Nee, nicht mal. Ah doch, ist Ende. Okay. Das wäre blöd, wenn wir wegen diesem kleinen Fleckchen da nochmal hergelaufen wären. Irgendwie, der Angriff ist ein bisschen langsamer. Ah, ein Schreibpult ist da. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten, baufälligen Kloster,
das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Ja, das weiß ich natürlich auch nicht so genau, aber ist halt so. Die neue Waffe ist schon cool, merke ich gerade. So, da könnten wir Energie wieder aufladen, brauchen wir aber nicht. Weil der Blitz, der ist schon super. So. Komm, einmal den da. So, einmal den da. Was haben wir da Schönes? Ach, und du willst hier auch noch schießen, oder wie? So. Braucht die Hand eigentlich, kosten 40 Geisterkraft. Okay, es braucht alles Geisterkraft. Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil die Glocke braucht 75 Geisterkraft. Die ist schon sehr... kostet schon sehr viel, ne? So. Oh, da ist wieder so ein Schrein der Erleuchtung. Siegen gehalten, plus 25% Erfahrung, okay. Das haben wir da. Oh, Freunde, guck mal. Boah, die Waffe ist so cool mit dem Kettenblitz. Ah, da sind noch ein paar mehr rausgekommen. Ist okay. Soll ruhig rauskommen. Da auch. Ja, wunderbar. Kommt raus. Freude. So, und wo geht's da lang? Ah, da muss ich... okay, nee, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Da ist nämlich das Ende dann nah. So, wo waren da jetzt noch meine Freunde? Guck mal, hallo. So, okay. Schade, wenn ich die Urnen schlage, erhöht sich meine Geisterkraft nicht. Das ist etwas schade. Okay, da waren wir jetzt umsonst. Na gut. Aber Hauptsache, wir haben es gesehen. So, Hauptsache, wir haben die Karte für heute richtig aufgedeckt. Wobei das eh nicht viel bringt, weil... naja, ihr wisst ja eh. Ist er dann wieder weg. Ach, hier ist auf einmal ein Speicherpunkt. Okay. Gut, dann Tür öffne dich. Oh, es leuchtet. Krypta des Skelettkönigs. Hi. Ihr werdet mich niemals besiegen. Ja, guck mal, ne? So, tötet die Zurückgekehrten. Das schaffen wir, oder? Oh. Ach so, jetzt muss ich... okay, jetzt muss ich hier ein paar von seinen Freunden besiegen. Ja, das ist natürlich okay. Machen wir mal Wirbel. Oder auch nicht Wirbel. So. Und die Tür öffnet sich. Schön. So. Ja gut, jetzt schauen wir aber in die andere Richtung noch kurz. Dumm, 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 dumm. Wir haben ja... ja, so viel zum Thema. Wir schauen in die andere Richtung. Nur dann. So. Hi, wir setzen dir die Krone auf. So, habe ich die jetzt selber? Habe ich schon noch. Okay, ja, gut. Dann ist gut. Na, komm her. Will der mich jetzt töten? Willst du mich jetzt töten? Oh, der wahnsinnige König von Tristram. Guck mal. So, ich werde den laufend schlagen, damit wir schön Blutung verursachen. So, und schön die Hand hauen, ja. Oh, oh. Er hat mir wehgetan. Das ist nicht schön. Muss ich ihn leider einfrieren. So, und blenden natürlich auch. Komm, weil egal. So, einmal die Glocke. Oh, die Glocke macht richtig schön Schaden. Was ist denn jetzt los? Oh, er will mir Gegner, andere böse Monster will er mir rumhauen. Das ist aber okay. Ja, habe ich überhaupt kein Problem mit, weil er ist jetzt leider eh schon tot. Tja. War jetzt nicht so wild, ja. Weiter. So, neues Wissen. Der hohe Priester der Zakarum in Kurast ernannten Leoric vor vielen Jahren zum König von Kanduras. Er war ein guter Herrscher, bis Diablo ihn in den Wahnsinn trieb und er von seinem getreuen Ritter Lachdanan getötet werden musste. Anschließend ließ Diablo höchstpersönlich ihn von den Toten auferstehen und machte ihn zum Skelettkönig, bis er schließlich von seinem eigenen Sohn Aiden niedergestreckt wurde.
Gut, wir haben jetzt zweimal Leoriks Krone. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Verstärkt die Wirkung jedes Edelsteins um 89. Das ist jetzt die Frage, welchen nehmen wir dann? Die haben beide so viel Stärke wie der 28 Leben pro Sekunde Regeneration ist halt schon viel. Ich würde sagen, ich gebe den her. Ich habe keine Ahnung, warum, dass ich das andere Ding jetzt auch zweimal habe. So, den werden wir auch reinhauen, hätte ich gesagt. Haut rein, ne? Ich habe auch eine Waffe ausgetauscht, die da gegen den alten magischen Streitkolben. Ja. So. Magische Armschienen, die werden auch ein bisschen besser. Ja. Magischen Kopfschutz, nee, nee. So, gut, das ganze Zeug können wir jetzt wieder alles verkaufen. Das ist schön. Aber wir gehen hier nochmal verlassene Kammern. So, sprecht mit dem Fremden in der verlassenen Kammer. Ich habe keine Ahnung, wie der Fremde da reinkommt, aber wir sprechen mal mit ihm. Ah, der Krater. Ah, der Krater. Verstehe. Gucke mal, der Krater. Ein gefallener Stern. Ihr seid es, der vom Himmel gefallen ist? Ich glaube nicht, dass ihr die Wurzel des Übels an diesem Ort seid. Ich erinnere mich daran, zu fallen. Wer seid ihr? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich werde euch zu Cain bringen. Er wird helfen. Ja, wir müssen nach Neu-Tristram zurückkehren. Komm mit. Ich bringe dich zu Cain. Da ist nämlich praktischerweise auch ein Wegpunkt. Ja, komm. Nach Neu-Tristram. Die lange Reise, auf die mich die Götter geschickt haben, hat mich hierher geführt. Zu der Wahrheit, dass der gefallene Stern ein Mann war. Er weiß nichts darüber, wer er ist und wo er herkommt. Vielleicht kann Cain die Wahrheit herausfinden. Ja, schön. Sprechen wir mit Decker Cain. Aber zuvor, jetzt ist wirklich die Frage, soll man eher verkaufen oder... oder Gegenstände wiederverwerten? Jetzt echt immer eine gute Frage, ne? Ich weiß es ja echt nicht. Dieser Gegenstand wird unwiderruflich zerstört. Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Nö, wenn du mich so fragst. Ja, weil er legendär ist, oder? Ja, aber komm, den brauchen wir ja trotzdem nicht. Weg damit. Haben wir ja schon. Vergessen. Oh, eine vergessene Seele. Ich glaube, dass die gut ist. So, komm. Alles weg da. Zeug braucht kein Mensch. Oh. Toll, jetzt haben wir eine Errungenschaft bekommen. Jetzt haben wir hier richtig, richtig viel Schrott, was, wo wir dann tolles neues Zeug kaufen können, machen können. Wobei, ich werde ja eh nicht viel schmieden. Von dem her ist das jetzt vielleicht gar nicht mal so klug, was ich da mache. Deckard Cain, was gibt's? Ich fand diesen Mann im Krater des gefallenen Sterns. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Ja, Quest beendet über Quellen der Ausrüstung, nehmen wir natürlich mit. Und nachdem ein Speicherpunkt hier war, werde ich die Aufnahme wieder beenden. Bis gleich, Leute. Tschüss. Ja, und da bin ich schon wieder zurück hier bei Diablo 3 und wir gucken, dass wir gleich in die nächste Mission schreiten. Deckard Cain, was hast du zu sagen? Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir, aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind,
haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Die Ziegenmenschen kümmern mich nicht. Ich werde das Schwert zurückbringen. Okay, gehe zu den Feldern des Elends. Ja, aber ich werde zuerst das hier jetzt verkaufen. Ja. Bekomme ich denn da 168? Weil ich muss ja nicht alles, zerlegen. So, wo müssen wir denn da jetzt hin? Ja komm, wenn der sagt, ich soll einen Teleporter rein, dann gehen wir in den Teleporter rein. Friedhof der Verlassenen. So, und da geht's jetzt weiter. Gehe zu den Feldern des Elends. Irgendwo da oben. Na gut, dann. Oh, hi. Was für eine Freude. Ach, jetzt kann ich hier durch, oder wie? Ja, sieht so aus. Okay, stimmt, da kam ich vorher nicht durch. So, gut, dann gucken wir, dass wir hier in den Feldern des Elends mal ein bisschen Elend machen. Ich muss mal kurz gucken, was ich hier für tolle Fähigkeiten eigentlich habe. Ih, das Ding sieht nicht so schön aus. Oh, das ist immun gegen... Warum war das immun? Ist jetzt nicht so schön. Neues Wissen, komm, horchen wir uns an. Ich konnte einige Aasfledermäuse zu einem der Nester zurückverfolgen. Was ich dort fand, hat mich schockiert. Die Felder von Tristram sind ein wunderschönes... Ich glaube, ich habe das überlagert. Mit gemäßigtem Klima. Nachdem Alt-Tristram zerstört wurde, traute sich für eine ganze Weile keiner der abergläubischen Bauern mehr dorthin. Doch mit der Zeit warfen sie ihren lächerlichen Aberglauben beiseite und nahmen wieder Hacke und Flug auf. Heute versorgen sie Neu-Tristram mit ihrer Ernte. Ja, schön. So, weiteres neues Wissen, kommt. Ich habe die unmöglichsten Geschichten gehört über Reisende, die von bösartigen Bäumen angegriffen wurden. Unglaublich. Die Waldwesen sind trotz ihres Namens nicht pflanzlich. Sie sind vollkommen bewegliche Ungeheuer, die sich mit Blattwerk tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Doch nur ein Narr würde darauf hereinfallen. Ja, okay. Oh, eine wilde Bestie. So. Ja, ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht gespielt. Jetzt muss ich wieder reinkommen mit den Fähigkeiten. Das ist ja immer so schwierig. Oh, eine abenteuerliche Haube. Das ist ja schön. Ach stimmt, da haben wir die Glocke. Okay, ja. Es wird dann wahrscheinlich besser, wenn ich wieder Level-Ups mache und dann andere Fähigkeiten mir ausrüste. Ich könnte natürlich auch vorher gucken wegen den Fähigkeiten, aber hey, komm. So, Felshaufen. So. Gut, und alles zerstören. Wunderbar. Gut, den Energiepopel brauchen wir nicht. Oh nein, es sind Bäume, die mich angreifen wollen. Ein Waldwesen. So, da ist auch noch ein Waldwesen. Komm, das nehmen wir jetzt mit. Was haben wir da eigentlich? Diesen Flammen. Das ist so ein Flammenkick, oder? Das Teil. Weiß man das so genau. Okay, und das ist... Ja, Faust der Götter. Oh, und drüber Kristall. Den nehmen wir natürlich gerne mit. So. Das ist, glaube ich, auch neu, dass diese ganzen Handwerksdinger jetzt in so einer separaten... im separaten Inventarslot sind, ja. Das war, glaube ich, früher nicht so. Ich kann mich ja jetzt ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, so genau. Ist schon so lange her, dass ich das Spiel ursprünglich gespielt habe. Das ist auch schon ein paar Jährchen alt, ja. Aber naja, so, nehmen wir alles mit. Schön. Ein weiterer Felshaufen. Nehmen wir natürlich auch mit. So, Schlitz. Machen wir mal die Glocke. Schön, weitere drüber, Kristall. Wunderbar. So. War gut. Ach, das Gold müssen wir natürlich schon mitnehmen. Aber ich glaube, ich gucke jetzt mal ein bisschen da rein, in die Mitte. Aber ich glaube nämlich schon, dass da interessante Dinge wären eventuell. Ja, wie zum Beispiel das hier. Was ist denn das? So eine alte Ruine. Cool. Ja, da müssen wir schon rein in die alte Ruine. So. Verfallene Krypta, Ebene 1. Schön. Da müssen wir zwar nicht rein, aber ich nehme es mit. So. Weser. Ein Heilbrunnen, den hätte ich eigentlich nicht nehmen sollen. Den hätte ich erst beim Rausgehen nehmen sollen, aber gut. So. Was haben wir da wirklich? Zyklonschlag. Mystische Kräfte ziehen Gegner in die Nähe zu euch heran und versetzen einen Energiestoß. Schlage einen Gegner und lass ihn bluten. Ach stimmt, das war mit Bluten, genau. So. Oh, was haben wir da Schönes? Magischer Kopfschutz. Getötete Gegner gewähren plus 9 Erfahrung. Hm. Nee, aber das ist zu schlecht. Komm, packen wir nach unten alles. Der ist einfach zu schlecht. Ja. So. Freunde, wo seid ihr? Oder Feinde eigentlich. Da sind ein paar Feinde. So, okay.
Schön. Eine Steintruhe. Wunderbar. Bisschen Gold, naja, gut, so prickelnd war das jetzt auch nicht. Ist da eigentlich, fällt das zusammen? Nee. Eine stabile Wand aus Knochenteilen. Okay.